Thank you.
hast du das Spiel gesehen und wie schätzt du die doch sehr hohe Niederlage ein? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Unheim, verdient gewonnen. Am liebsten sage ich so wenig wie möglich, so dass ich das nicht bereue nachher. Fazit ist, erste Halbzeit haben wir etwas mithalten können, zweite Halbzeit sind wir komplett eingebrochen. Wie du sagtest, aufgrund etwas dünner Personaldecke heute, aber das soll nicht der Grund sein für diese hohe Niederlage. Also etwas peinlich von unserer Seite. Ich kann die Zuschauer schon vergewissern, dass wir doch etwas besser Handball spielen können als das. Ja, mehr fällt mir eigentlich nicht ein zu diesem grandiosen Spiel. Trotz allem, das spielt keine Rolle. Man muss erstmal die Tore erzielen, die wir erzielt haben. Die 37 und auch plus 18 zu kriegen, das ist in Ordnung. Das haben wir grandios durchgezogen. In der ersten Halbzeit haben wir noch ein bisschen Probleme gehabt. Da ja, waren wir vorne ein bisschen hektisch und sind nicht richtig in die Nahtstellen reingegangen, die sich da schon geboten haben. Und in der zweiten Halbzeit, ja, wie ich es ja immer schon richtig gesagt habe, hat die Kondition auch wirklich nachgelassen bei den Mülheimer Jungs. Und das haben wir dann ausgenutzt. Wir konnten wechseln, wir konnten wieder allen Jungs Spielanteilen geben. Ja, der Lars und der Yannick, die haben das wirklich sehr gut gemacht heute. Und ja, und da geht's halt weiter dran zu arbeiten. Ja. Ein Heimspiel gegen Saulheim, die Älteren hier in der Runde wissen vielleicht noch, dass es hier mal ein ganz interessantes Heimspiel gab gegen Saulheim. Das sind die nächsten zwei Aufgaben. Wie geht man die an? Marco, mal gucken, ob der wieder dabei sein kann. Ansonsten hast du aber heute wieder gesehen, und das wissen wir ja alle, dass wir auf die A-Jugendlichen zurückgreifen können. Ja, jetzt zwei richtig geile Aufgaben, oder? Ja, durchaus. Und es ist auch ein richtig knackiges Programm. Also ich warne da auch davor, wenn jetzt manche schon hier von Meisterschaft und irgendwelchen Geschichten träumen. Ja. In Völklingen, das letzte Spiel haben wir dort verloren, waren eigentlich ohne Chance und sind auch nicht mit der richtigen Einstellung dorthin gefahren vor zwei Jahren. Und dann haben wir zu Hause Saulheim. Da sind wir aus dem Hinspiel noch ein bisschen was schuldig, weil das ist das einzige Spiel, wo ich mich eigentlich richtig ärgere die Runde über. Aber das war einfach gar nichts. Das war einfach gar nichts. Das war von Fehlern übersehen. Von der Einstellung hat er das angefangen. Und da sind wir einfach uns selbst auch was schuldig.